Verena, schön, dass du da bist. Alles klar? Ja, ja, klar. Ich habe auch was, was den Richter bestimmt interessieren wird. Jetzt nehmen Sie einfach erst mal Platz, Frau Stifkin. Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Verena Stifkin, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Essen. Sie sind ledig, Kellnerin. Und Sie sind die Schwester des Angeklagten. Sie haben Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können frei entscheiden, ob Sie überhaupt aussagen wollen. Wenn, dann muss es natürlich die Wahrheit sein, ist klar. Nee, ich möchte auf jeden Fall aussagen. Ich bin hier wohl die Einzige, die meinem Bruder noch helfen kann. Frau Stifkin, Sie haben ja Ihren Bruder nach seiner Haftentlassung bei sich zu Hause aufgenommen. Das stimmt, oder? Das stimmt. Mhm. Demnach, nehme ich mal an, haben Sie auch viel Zeit mit ihm verbracht. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich mir auch total sicher, dass er ganz bestimmt überhaupt nichts mit dem Anschlag auf Paul Zeltmann zu tun hat. Was macht Sie da so sicher? Wissen Sie, seitdem er aus dem Knast wieder raus ist, ist er wirklich ein komplett anderer Mensch geworden. Mit Drogengeschäften oder dergleichen hat er bestimmt gar nichts mehr zu tun. Und als ich ihn damals abholte, sagte er noch, Verena, es war so furchtbar, ich schwöre dir eins, in so ein Ding gehe ich nie wieder. Hat Ihr Bruder nach seiner Haftentlassung mal den Namen Paul Zeltmann erwähnt, der vor 15 Jahren damals gegen Ihren Bruder ausgesagt hat? Ja, schon. Ja, er hat gesagt, er würde ihn gerne mal wiedersehen und er möchte eigentlich gerne wissen, was es ihm geworden ist. Hat er Ihnen mal erzählt, dass er sich auf die Suche nach dem Paul Zeltmann gemacht hat? Ja, er meinte, dass er auch deswegen halt ins Omega gehen möchte in Essen. Das heißt, Sie wussten, dass Ihr Bruder an dem Abend ins Omega gehen wollte? Ja, ich wusste es, er hat es mir vorher gesagt. Ich habe natürlich erst gesagt, so nein, Marcel, lass es lieber bleiben. Und ich habe mit Händen und Füßen versucht, ihn irgendwie abzuhalten davon. Ja, keine Chance, aber er hat gesagt, Verena, ich schwör's dir auf jeden Fall, ich mach nichts, ich will ihn mir nur angucken. Ich spreche ihn auch nicht an, ich verspreche es, ich möchte ihn einfach nur noch mal sehen, das ist wichtig für mich. Und haben Sie denn Ihren Bruder an dem Abend oder in der Nacht noch mal gesehen? Nee, am nächsten Morgen, aber dann beim Frühstück. Wann war das? Ich weiß nicht, so vielleicht gegen 11 Uhr. Er war total entspannt, total locker, hat sich direkt die Zeitung geschnappt. Keine Spur von Wut oder Ärger oder hat irgendwas. Hat er Ihnen denn erzählt, dass er den Paul Zeltmann an dem Abend vorher getroffen hat im Omega? Ja, er hat gesagt, er hat ihn gesehen. Er hat ihn ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Und die Sache ist für ihn gegessen. Was Sie ihm natürlich geglaubt haben, ne? Ja, natürlich. Warum sollte ich ihm es nicht glauben? Erstmal ist er mein Bruder. Und dann hat er mir noch erzählt, dass er jetzt ganz schnell direkt einen neuen Job finden möchte. Er möchte sein Leben komplett von vorne beginnen. Das klingt ja wirklich ganz märchenhaft und schön, Frau Stifkin. Es passt überhaupt nicht zu der Tatsache, dass Ihr Bruder 2 Stunden später flüchtenderweise am Hauptbahnhof aufgegriffen wurde. Das kann ich erklären. Bitte. Während mein Bruder also gerade dabei war, die Stellenanzeigen in der Zeitung durchzuschauen, liefen Lokalnachrichten einen Bericht vom Unfall von gestern Abend, also von dem Abend davor. Und er wurde total panisch, seine Miene war versteinert, man konnte gar nicht mit ihm reden. Er wollte einfach nur noch weg und sagte, ich muss abhauen, ich muss ins Ausland. Und deswegen ist er abgehauen. Ja, und wie man sieht, war meine Angst ja nicht unbegründet, sonst säße ich doch heute gar nicht hier. Das ist gut, ja. Marcel. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und? Und? Ja, wenn er der Täter gewesen wäre, dann wäre er nicht einfach abgehauen. Er hätte das Ganze professionell aufgezogen. Das ist klar, machen alle Täter. Er wäre professionell gewesen. Er hätte sich ein Alibi besorgt oder sonst irgendwas. Gutes Stichwort. Gutes Stichwort. Darauf wollte ich eh zu sprechen kommen. Frau Stifkin, haben Sie denn mitbekommen, wie Ihr Bruder dann nach Hause gekommen ist? Haben Sie ihn da irgendwie gehört? Nein. An dem besagten Abend? Nein, ich habe geschlafen. Haben Sie nicht? Sie wollten Ihrem Bruder helfen, aber so richtig funktionieren tut das nicht. Oh doch, tut es auf jeden Fall. Ah. Ich weiß noch was, was Sie noch überhaupt gar nicht wissen. Bitte. Paul Zeltmann hat eine Affäre mit der Freundin von Sven Tauber. Ja, das wüsste ich aber. Das stimmt. Das stimmt nicht, hat du lügst auf ihn gedruckt. Mann, was soll denn das? Hören Sie sich jetzt mal auf, auf so blöd zu stellen. Ich will niemals was mit der Freundin von meinem besten Freund anfangen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das ist doch nur ein Ablenkungsmanöver. Lächerlich sowas. Ist es überhaupt nicht. Ich habe Beweise dafür. Ich habe Fotos. Richter, kann ich die Ihnen zeigen? Ja, zeigen Sie mal. Herr Staatsanwalt, Herr Freide, können Sie auch gleich dazu kommen? Schauen wir uns gemeinsam an. Paul, was sind das für Fotos? Ich habe keine Ahnung. Bitte schön. Jetzt muss ich Sie allerdings schon fragen, Frau Stifke. Wie sind die Fotos zustande gekommen? Ich habe eine neue Digitalkamera und war damit im Park. Und dann sind die beiden mir wirklich einfach so vor die Linse gesprungen. Es sieht ganz danach aus, als hätten die beiden wirklich eine Affäre. Das sehe ich allerdings auch so, aber zufällig vor die Linse gelaufen. Also bitte, Frau Stifkin. Ich gehe mal davon aus, dass diese Fotos illegal entstanden sind. Ja? Aber Sie können doch nicht einfach drüber hinwegsehen. Das habe ich noch gar nicht so gesagt. Man muss sicherlich hier abwägen, einerseits zwischen dem Interesse der darauf abgebildeten Personen, dass ihre Privatsphäre geheim gehalten werden kann,
Aber da muss man ja auch sehen, das ist irgendwo in dem Park, also im öffentlichen Raum. Und wir haben auf der anderen Seite ein großes öffentliches Interesse an der Aufklärung einer sehr schweren Straftat. Und da ist abzuwägen. Ich meine, wir müssten die Fotos hier tatsächlich als Beweismittel in Augenschein nehmen. Irgendwelche Erklärungen hierzu? Dann geht es los. Die übergebenen Fotos werden in Augenschein genommen. Herr Zeltmann, schauen Sie mal, da unten ist so ein Datum drauf. Diese Fotos sind vor 3 Tagen angefertigt worden. Wollen Sie dazu was sagen? Sie müssen, wenn, dann die Wahrheit sagen. Na gut, ich meine, was soll ich denn groß sagen? Es sieht wahrscheinlich nicht aus wie eine Fotomontage. Stimmt. Beim besten Willen nicht, nee. Es stimmt, ich hatte was mit Romina. Romina ist die Freundin von Sven Tauber. Ja, genau. Paul! Ja, mein Gott, sowas passiert halt, das war ein Versehen. Die hat sich einfach nett um mich gekümmert und dann ist es halt passiert, das war so ein Ausrutscher. Ich habe das eigentlich nicht gewollt und es tut mir jetzt auch leid. Ja, und was ist mit Isabella? Ja, was sollte mit dir sein? Wenn ich mich unterbrechen darf, ich frage mich gerade, was das jetzt mit dem Anschlag auf Paul Zeltmann zu tun hat. Das kann ich erklären, bitte. Denn ich habe mich mit Isabella Knobel zusammengetan. Wie bitte? Was hast du denn mit Isabella zu schaffen? Wer ist denn Isabella Knobel? Das ist meine Freundin, schon seit 3 Jahren. Seine Offizielle. Was soll das denn jetzt heißen? Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich Isabella diese Bilder auch gezeigt. Und sie ist natürlich aus alten Wolken gefallen, ist ja klar. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Aber wissen, was der Hammer ist? Paul hat nicht mal Sex mit Isabella. Paul sagt, nö, mein Gedächtnisverlust, Tränendrüsennummer, total. Er hat nur keinen Bock auf sie und belügt sie auch noch, betrügt sie. Ja, also ich finde das jetzt alles ehrlich gesagt nicht so spannend. Dass wenn jetzt Paul Zeltmann mit der Romina irgendwie da was am Laufen haben sollte, mein Gott, dann ist es eben nach der Amnesie zwischen den beiden losgegangen, hat gefunkt. Was sagt uns das jetzt? Sie sollten doch noch mal bedenken, Herr Staatsanwalt, ja, dass der Herr Zeltmann und der Herr Tauber am Tatabend einen Streit hatten. Vielleicht ist es ja an diesem Abend in diesem Streit bereits um diese verbotene Liebesbeziehung zwischen Herrn Zeltmann und der Freundin von Herrn Tauber gegangen. Und wer sagt uns denn, dass die beiden nicht schon davor so eine heimliche Affäre hatten? Wer sagt uns, dass sie vorher schon eine hatten, Herr Vorländer? Theoretisch ist das natürlich möglich. Aber, mein Gott, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das jetzt hören Sie sich mit dem Scheiß an die Siege quatscht. Das nervt mich total. Das ist alles der Stumm und der Logen, was er hier erzählt. Das ist alles nur gespielt. Wie kommen Sie denn darauf, Frau Stiefkin? Das ist doch ganz klar. Ich habe 1 und 1 zusammengezählt. Wenn sich damals Paul und Sven wegen der Affäre mit Romina da gestritten haben und Paul direkt nach dem Unfall wieder auf sie anspringt, dann heißt es doch, dass er sich an alles erinnern kann. Wäre doch schon ein komischer Zufall, oder? Hallo, das sind Spekulationen, ne? Wo sind die Fakten, frage ich Sie, Frau Stiefkin. Tja, die habe ich auch. Ach, Sie machen es spannend. Ich habe ein Video. Also jetzt passen Sie mal auf, Frau Stiefkin. Erst diese heimlich gemachten Fotos und jetzt auch noch ein Video, Frau Stiefkin. Was ist denn da drauf zu sehen? Da ist eine Aktion von Paul drauf, die beweist, dass er ganz bestimmt keinen Gedächtnisverlust hat, dass er sich an alles erinnern kann. Ey, was soll das denn jetzt, hä? Was ist das bitte schön für ein Video? Wer hat das gemacht? Wann hat er das gemacht, hä? Isabella hat's gemacht. Gestern, als sie mit ihr zusammen waren. Gut, ne? Isabella ist seine Freundin. Und Isabella ist damit einverstanden, dass wir es hier zeigen. Ja, ganz toll. Ich bin aber nicht einverstanden, hallo? Das Video wurde hinter meinem Rücken gemacht. Ach nee, Sie wollen das Video nicht sehen? Haben Sie was zu verbergen, Herr Zeltmann? Natürlich nicht. Ja, aber dann lassen Sie uns das Band doch einfach mal anschauen. Ja, aber das ist doch Eingriff in meine Privatsphäre. Privatsphäre? Wieso, haben Sie vielleicht irgendwas Schlimmes gemacht, was man hier nicht sehen darf? Na gut, dann bitte. Dann schauen wir uns das Video halt an, wenn es sich glücklich macht. Ja, das macht mich glücklich. Gut. Und diese Isabella? Isabella ist sogar hier. Die steht draußen. Herr Seelhoff, sehen Sie doch bitte gerade mal nach. Isabella Knobel? Ja. Kommen Sie mal rein, bitte. Gehen Sie mal nach vorne. Oder? Sind Sie Isabella Knobel? Ja, die bin ich. Sind Sie damit einverstanden, dass wir dieses Video hier uns ansehen? Oh ja, das bin ich. Aber das habe ich auch schon gesagt. Gut, dann nehmen wir das zu Protokoll. Auch die Frau Knobel ist mit der Verwertung einverstanden. Gut, dann geben Sie es doch bitte mal her. Dann ergeht folgender Beschluss. Das von der Zeugin Stiefkin übergebene Video wird hiermit in Augenschein genommen. So, bitteschön. Wie wär's mit einem kleinen Kuss jetzt? Ich habe da eine viel bessere Idee. Was denn? Wie wär's erst mit einem Schiff und später mit einem Kuss? Okay. Ich sehe gerade, dein Glas ist fast leer. Ich hol dir noch ein Schlückchen, okay? Ja, bitte. Ach, Lucy, ich vermisse dich so. Warum musstest du so früh sterben? Paul, ich habe
verstanden. Ja, das ist dir gerade runtergefallen. Sag mal, wer ist denn das auf dem Foto hier? Ach, das ist nur eine Cousine von mir. Ach so. Wieso wusstest du von Lucy Bescheid? Hat Isabella dir was erzählt? Nein, hat sie nicht. Ja, aber dann kannst du dich plötzlich an alles wieder erinnern. Warum hast du mir denn nichts gesagt? Ach, das würde mich jetzt allerdings auch mal interessieren. Ich belehre Sie. Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Ja? Nur § 55 StPO auf Einzelfragen müssen Sie nicht sagen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja, was soll ich sagen? Das war gestern nur kurz. Wie so ein Flash. Ich habe halt das Bild gesehen und da kamen so einzelne Bilder wieder hoch. Wie Déjà-vus. Und aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, da war alles fast schon wieder weg. Das war wie so ein Traum. Vielleicht lag es einfach am Alkohol. Ich hatte gestern schon einiges getrunken und den soll ich wohl weglassen bei meiner Amnesie. Aber das ist doch ein erster Schritt. Dann kommen die anderen Erinnerungen vielleicht auch bald. Vielleicht muss ich dir nur was von früher erzählen. Ja, vielleicht, aber... Entschuldigung, Herr Richter, aber könnte ich noch mal auf die Toilette? Weil ich glaube, als ich das Video gesehen habe, da ist einiges wieder hochgekommen in mir. Und mir ist wirklich ziemlich schlecht. Ja, Sie können schon noch mal raus, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht noch Fragen an Sie haben. Also Sie kommen bitte schön auf jeden Fall wieder. Ja? Sie sind noch nicht endgültig entlassen. Ja, ist allerdings bleibt der Zeuge weiter unvereidigt. Okay. Soll ich mit dir kommen, Paul? Nee, es geht schon. Glaubst du eigentlich, wer du bist, hä? Du hast mich reingelegt! Ach, Ramasch, warum kannst du nicht deine Scheiße abhalten? Ich. Paul, du tust mir weh. Ich werde dir noch viel mehr wehtun, wenn du nicht deine Scheißfresse hältst. Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Hast du sie noch alle? Ich hab sie noch alle. Du sollst mich loslassen! Lass mich los! Das Zeug ist Sven Tauber, bitte. Ich lass dich hochgehen. Du weißt genau, dass ich dich in der Hand hab. Ey, Macker, von dir lass ich mich schon mal gar nicht erpressen, ja? Was ist denn hier los? Hallo? Was ist denn hier los? Gar nichts, nichts. Ach ja. Was los sein? Und warum sind Sie nicht sofort nach Ihrem Aufruf mit in den Saal gekommen? Sind doch Herr Tauber, oder? Ja, also ich muss das wohl überhört haben. Ja, das ist ja wohl kein Wunder, was hier los ist. Im Übrigen scheint es Ihnen ja wohl besser zu gehen, oder? Dann können Sie gleich wieder mitkommen, ja? Also bitte. Darf ich auch mitkommen und mich ins Publikum setzen? Sie sind aber keine Zeugin, oder? Nein, ich bin nicht erst Zeugin. Dann können Sie gerne mitkommen, ja? Was willst du denn jetzt bitte da drin? Weh, du machst das. Lass doch mal in Ruhe, Macker. Herr Seelhoff, was war denn da draußen los? Wir gehen gleich nach vorne, ja. Herr Vorsitzender, also der Sven Tauber und der Paul Zeltmann hatten eine Auseinandersetzung draußen. Aha, die Herren, worum ging es denn dabei bei der Auseinandersetzung? Ach, nix. Gar nichts. Herr Tauber. Gar nichts. Naja, vielleicht erfahre ich das später noch. Jetzt kommen wir erst mal zu Ihnen, Herr Tauber. Als Zeuge müssen Sie ja die Wahrheit sagen, mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Soweit klar. Ja. Sie heißen Sven Tauber, 25 Jahre alt, Sie wohnen in Essen. Sie sind ledig, Angestellte im Maklerbüro Ihrer Eltern. Das ist nicht verwandt oder verschwägert mit dem hier angeklagten Herr Stifkin. Ich lese jetzt mal rein, vorsorglich auf alle Fragen müssen Sie nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten, 55 StPO. Herr Tauber, Sie sollen ja am Tatabend eine Beobachtung gemacht haben. Wenn Sie uns die bitte einfach mal schildern. Ja, also ich habe beobachtet, wie der Angeklagte dort drüben am besagten Abend an Pauls Motorrad rumgeschraubt hat. Bitte was? Das ist gelogen. Nein, das ist nicht gelogen. Hör auf mit dem Scheiß, du willst doch nur von dir ablenken. Bitte was? Ich glaube, ich höre ja wohl nicht jetzt richtig. Jetzt mal zum Tatabend. Wann genau haben Sie den Angeklagten da an dem Motorrad von Herrn Zeltmann gesehen? Also, wenn ich mich recht erinnere, müsste das gegen 3 Uhr morgens gewesen sein. Und Sie sind sich sicher, dass der Angeklagte war? Absolut, ja. Und warum waren Sie zu dem Zeitpunkt vor der Disco? Naja, also ich habe meine Jacke geholt und wollte gerade nach Hause. Und da stand dann plötzlich dieser komische Typ an Pauls Motorrad. Herr Tauber, Sie wollen uns doch nicht allen Ernstes erzählen, dass Sie beobachtet haben, wie mein Mandant das Motorrad Ihres Freundes manipuliert hat. Und trotzdem haben Sie es zugelassen, dass Ihr Freund mit dem Motorrad nach Hause gefahren ist? Sehr aufmerksam, Herr Verteidiger. Sie müssen jedoch wissen, ich habe die ganze Disco nach Paul abgesucht, um ihn zu warnen. Aber der Laden war an dem Abend einfach so voll gewesen, ich habe ihn nicht mehr wiedergefunden. Und wieso haben Sie dann nicht wenigstens den Angeklagten zur Rede gestellt? Was weiß ich? Ich wollte irgendwie erstmal mit Paul darüber sprechen. Tauber, jetzt machen Sie es doch nicht lächerlich. Ich finde es schon erstaunlich, dass ausgerechnet Sie meinen Mandanten so stark belasten, obwohl Sie es doch waren, der am Tatabend lautstark mit Ihrem lieben Freund, mit dem Herrn Zeltmann, gestritten hat. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Also ich habe mich ganz sicherlich nicht mit Paul gestritten. Herr Vorsitzender, dürfte ich mal ganz kurz die Fotos haben? Bitte schön. Ich denke, wir müssen hier mal dem Herrn Tauber ein bisschen auf die Sprünge helfen. Herr Tauber, die Akteure auf diesen Fotos, die sind Ihnen ja wohl bekannt, denke ich mal. Natürlich, ja. Schauen Sie mal hier. Auf dem Foto. Das ist Ihre Freundin, oder? Ja. Was sagen Sie dazu? Ja, meine Güte, ey, das ist eine Ewigkeit her. Ich weiß, dass die beiden was miteinander gehabt haben. Das ist für mich gegessen und damit hat sich's. Das ist für Sie gegessen und damit hat sich's, Herr Tauber. Ich nehme das nicht ab, dass Sie das so locker nehmen.
Und sagen Sie mal, Sie hören sich so an, als ob das schon lange her ist. Werfen Sie doch mal hier auf einen Blick auf das Datum von dem Foto hier. Hm? Wie? Stimmt dieses Datum? Ich habe die Fotos vor 3 Tagen gemacht, klar. Wie bitte? Vor 3 Tagen? Tja. Moment mal, eure Affäre, die war doch schon viel länger her gewesen. Jetzt glaubt dieser Truller da doch kein Wort. Hey, die lügt doch wie gedruckt. Ich lüge überhaupt gar nicht. Ich sag dir die Wahrheit, ja? Wer hier wohl lügt? Das muss erst noch klargestellt werden. Kann ich noch mal bitte die Fotos sehen? Ich geb's Ihnen gerne noch mal. Das ist unglaublich. Bitte schön. Amnesie. Das gibt's doch nicht. Dieses Oberteil, was Romina da anhat, das ist nagelneu. Paul, was hast du denn da gemacht? Hey, das kann nicht sein. Du musst nicht irren. Guck mal genau drauf. Junge, willst du mich verarschen oder was? Das habe ich dir erst letzte Woche geschenkt. Jetzt rück mit der Wahrheit raus. Das war plötzlich. Ja, gut. Ich hab was mit ihr gehabt, aber es war wirklich nur ein Versehen. Das ist ein Ausrutscher. Ein Ausrutscher? Sag mal, willst du mich verarschen? Ein Ausrutscher? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, hör doch auf, mich anzulügen. Ihr habt doch wohl schon öfter was miteinander gehabt, oder nicht? Wie öfter? Ja, ey, stell dich doch nicht blöder, als du bist, Marker. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich weiß nicht genau, was du meinst, falls du vergessen hast. Ich habe Amnesie, ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann mich nicht an dieses eine Mal erinnern, weil es nach dem Unfall war. Aber weiß ich nichts mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen. Tu mir einen Gefallen und hör mit dieser Drecksamnesie auf. Ich kann diesen Scheiß einfach nicht mehr hören. Jetzt mach endlich mal dein Maul auf. Was zum Teufel ist eigentlich los zwischen euch beiden? Ich möchte endlich wissen, was hier gespielt wird. Und was hatte das vorhin zu bedeuten, Sven? Paul hat dich in der Hand. Frau Knobis, Sie sind die Freundin von Paul Zeltmann. Ex-Freundin, nach allem, was ich jetzt weiß. Und ich war vorhin bei dem Streit im Café dabei. Und da hat Paul zu Sven gesagt, dass er ihn in der Hand hätte. Ich möchte endlich wissen, was hier gespielt wird. Herr Tauber, ich möchte Sie bitten, jetzt endlich die Wahrheit zu sagen. Ja, Sie denken jetzt mal ganz scharf nach. Noch haben Sie die Chance zu umgehen, dass ich Sie hier wegen Falschaussage vorläufig festnehme. Sie sagen jetzt sofort, was Sie wissen. Wenn Sie was damit zu tun haben, dann bekomme ich es auch raus, über kurz oder lang. Und dass hier ein falsches Spiel gespielt wird, ist wohl so offenkundig, oder? Also, Sie Herr sind dran, Herr Tauber. Da bin ich ausnahmsweise mal einer Meinung mit Herr Ihnen. Herr Tauber, ich habe Sie schon belehrt, ich belehre Sie nochmal, Sie müssen sich selbst nicht belasten. Haben Sie was mit diesem Unfall mit den gelockerten Radmuttern am Motorrad zu tun? Meine Güte, ich war's. Ja, ich hab dieses verdammte Rad gelöst, beziehungsweise gelockert an dem Arm. Sven, sag, dass das nicht wahr ist. Du Idiot. Ja, Sie müssen wissen, ich war total sturzbetrunken an dem Abend. Aber Sie müssen mir glauben, ich wollte Paul auf gar keinen Fall umbringen. Ich wollte, dass er sich auf dieses Motorrad setzt und dass sich in dem Augenblick einfach dieses blöde Rad löst und dass er auf die Fresse fliegt. Mehr wollte ich einfach Komm, nicht bezwecken. Hören Sie nur doch auf! Sie müssen wissen, ich... Wieso haben Sie es gemacht? Ich habe an dem Abend von einem Kumpel erfahren, dass Paul mal wieder mit meiner Freundin geschlafen hat. Ich war so wütend auf ihn. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, da hat er mich nur dämlich angelacht. Besser gesagt, ausgelacht. Und da meinte er ja, dass ich ja so eine Niete im Bett sei und dass Romina mal einen richtigen Mann haben wollte. Und da sind mir einfach die Sicherungen durchgeknallt. Erzählt mir nach all dem, was ich in den letzten Minuten gehört habe, frage ich mich wirklich, ob Sie an Amnesie leiden oder gelitten haben. Ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich. Ja, 5 Tage lang. Das war's. Mehr nicht. Dann kam seine Erinnerung auch wieder. Ich war doch bei ihm im Krankenhaus gewesen. Und er konnte sich ganz genau daran erinnern, wie wir uns in der Disco gestritten haben. Und zufälligerweise sprach er mich dann auch darauf an, dass ich sein Motorrad manipuliert haben soll. Hat er Sie beobachtet oder woher wusste er das? Nein, das nicht. Aber ich habe mich mit meiner Reaktion auf seine Aussage praktisch selber verraten. Ich habe in diesem Augenblick quasi alles zugegeben. Warum hat dann der Herr Zeltmann davon niemandem was gesagt? Ja, Paul hat 100.000 Euro von mir verlangt. Als sogenanntes Schweigegeld. Er würde der Polizei da nichts sagen und er würde auch sonst allen weiterhin erzählen, dass er sich an nichts erinnern kann und dass er natürlich so doll an Amnesie leidet, dass er von gar nichts mehr was weiß. Des Weiteren wollte er seine Aussagen so ausrichten, dass er den Angeklagten weiterhin belastet, da die Polizei diesen sowieso schon auf dem Kicker hatte. Du Nietenzieher! Du hast es gewusst, dass ich es nicht war. Und trotzdem... Ich war's doch eh nicht schade, ja? 15 Jahre waren viel zu wenig für dich. Schließlich haben deine Kumpels da meine Schwester auf dem Gewissen. Bitte was? Mein Kumpels oder ich, wir haben nichts damit zu tun mit dem Tod deiner Schwester. Du bist und bleibst ein Mörder, verstanden? Herr Zeltmann, ich glaube nicht, dass Sie sich hier so weit aus dem Fenster lehnen müssen. Hm? Herr Tauber, an Sie habe ich noch 1, 2 Fragen. 100.000 Euro, sagten Sie? Haben Sie die bezahlt? Ja, das ist richtig. Woher hatten Sie so viel Geld flüssig, um seine Schweigegeldforderung über 100.000 Euro zu begleichen?
Ich habe uneingeschränkten Zugang auf das Konto meiner, beziehungsweise auf das Firmenkonto meiner Eltern. Und da fällt so eine Summe wie 100.000 Euro nicht wirklich auf, zumindest zunächst nicht. Herr Zeitmann, auch Sie müssen hier die Wahrheit sagen, müssen sich selbst nicht belasten. Wollen Sie zu dieser Erpressungsgeschichte was sagen? Nein. Zu Ihrem Motorradunfall? Nein, gar nichts. Gibt es noch Fragen an Herrn Tauber? Keine. Dann bleiben Sie unvereidigt, nehmen bitte hinten Platz. Ja, die Zeugen Henriette und Paul Zeltmann bleiben auch unvereidigt. Auch die Frau Stiftken bleibt unvereidigt. Bundeszentralregisterauszug muss dann nicht verlesen werden, wird verzichtet. Noch Anträge, noch Erklärungen, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsrat, bitte. Hochrichter, Herr Verteidiger, eine, ich sag mal, gesunde Eifersucht in allen Ehren, aber so kann es nicht laufen. Das ist sehr, sehr ungesund. Sven Tauber riskiert mal ebenso das Leben seines Freundes und Nebenbuhlers Paul Zeltmann. Und der ist sich dann nicht zu schade, seinen Beinahmörder gegen gutes Geld zu decken, einen anderen gravierend in die Pfanne zu hauen und zur Krönung auch noch seine Mutter in Angstzustände zu treiben. Die Falschaussage von Paul Zeltmann wird, genauer gesagt, sie muss ganz empfindlich geahndet werden. Und der versuchte Mord, Herr Tauber, ganz selbstverständlich. Freispruch für den Angeklagten. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ein falsches Spiel wurde hier gespielt, bei dem mein Mandant der perfekte Sündenbock war, nach dem Motto, einmal Mörder, immer Mörder. Wir haben das ja vorhin sehr selbstgerecht von dem Herrn Zeltmann gehört. Wegen erwiesener Unschuld ist mein Mandant selbstverständlich freizusprechen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Stiftken, Sie selbst können jetzt auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort vor das Urteil gesprochen. Ja, also ich bin froh, dass das Ganze sich jetzt aufgeklärt hat. Und ich will jetzt einfach nur noch, dass es vorbei ist. Also ich will ein neues Leben beginnen und ganz normal weiterleben. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Marcel Stiftken wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens sowie seine notwendigen Auslagen trägt. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts Essen vom 29.07.2007 wird aufgehoben. Herr Tauber, wer aus Eifersucht Radmuttern löst, der braucht nicht zu glauben, dass irgendein Gericht ihm glaubt, dass er nur wollte, dass der andere auf die Nase fällt. Das ist ein Mordversuch. Das weiß doch jeder, ja, dass das lebensgefährlich ist, wenn jemand mit gelösten Radmuttern Motorrad fährt. Und Herr Zeltmann, wer seinen beinahe Mörder deckt, ihn um 100.000 Euro erpresst und auf der anderen Seite einen Unschuldigen lebenslang ins Gefängnis schicken will, weil er glaubt, er habe damals nicht genug gebüßt, der verspielt das letzte Verständnis. Und ich denke sogar das letzte Verständnis der eigenen Mutter. Frau Els, ich habe volles Verständnis, dass Sie der Tod Ihrer Tochter Lucy nicht loslässt. Aber ich sag's Ihnen noch mal, es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass damals Fremdeinwirkung im Spiel war. Vergessen Sie nicht, der Angeklagte war in Haft. Und es ist doch absurd anzunehmen, dass seine Freunde ihrer Tochter was antun würden, weil ihr Sohn gegen ihn ausgesagt hat. Beim besten Willen nicht. Ich glaube, es war die höchste Zeit, mal die Geschichte, diesen Weg, ihre Tochter Lucy abzuschließen, zumal sie werden viel Kraft brauchen, um den Weg ihres Sohnes weiter zu begleiten. Der wird nämlich, befürchte ich, ganz schnell in Haft landen. Ja, Sie waren freizusprechen, Sie haben es bemerkt, der Angeklagte hat hier das letzte Wort. Und dieses letzte Wort, das hat Gewicht, auch wenn jemand vorbestraft ist. Selbst wenn jemand wegen Mordes vorbestraft ist. Ich glaube, es ist Zeit bei Ihnen für den Neubeginn. Das soll nicht heißen, Sie haben natürlich damals ein Menschenleben ausgelöscht. Neubeginn heißt jetzt nicht, dass die Erinnerung gelöscht werden soll. Aber ich glaube, die Last, die können Sie langsam abwerfen. Sie haben gebüßt. Und Sie haben ja auch nur Bewährung. Meinen ja viele Leute immer ganz anders, aber wer bei lebenslang vorzeitig entlassen wird, der ist auf Bewährung draußen. Und ich meine, da soll es Ihnen nun gehen, wie allen anderen Menschen auch. Und schließlich haben wir alle unser Leben nur zur Bewährung. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Seelhoff, wenn Sie nach vorne kommen, bitte. Herr Tauber, Sie sind vorläufig festgenommen, dringender Tatverdacht des versuchten Mordes. Bitte was? Jetzt kommen Sie einfach nur mit, ganz einfache Geschichte für Sie. Das war doch kein Mordversuch! Es danke. Wird nicht diskutiert, jetzt kommen Sie mal mit. Das gibt's doch gar nicht! Sven Tauber wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren verurteilt.
Paul Zeltmann wurde wegen Erpressung, uneidlicher Falschaussage, falscher Verdächtigung, Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft und versuchter Strafvereitelung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Isabella Knobe wurde wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 €, also insgesamt 1.800 € verurteilt.